Ja, auf jeden Fall ja. Ja, wie kam es denn dazu? Wie kam das dazu? Ich glaube, schon ganz von allein. Ja, wir haben ja schon seit 4 Jahren spielen wir schon zusammen. Quintett. Ja. Und in größeren Besetzungen. Und irgendwie hat sich das ergeben, dass wir auch mal im Duo was probieren wollten. Da war ein Italiener, der hatte so alte Möbel verkauft, unter anderem einen wunderschönen Tisch. Und er versuchte die ganze Zeit, diesen Tisch uns einfach, kannst du dich erinnern, er war ziemlich penetrant, der Typ. Der wollte unbedingt, dass wir diesen Tisch kaufen. So. Ist der gute Tisch? Ist der gute Tisch? Ist der nicht kaputt? Funktioniert der gute? Ist der gute Tisch? Funktioniert der gute? Ist der nicht kaputt? Ist der gute Preis? Das war echt ein bisschen anstrengend, aber... Wir guckten diesen Tisch und dann plötzlich in der Schublade haben wir ein altes italienisches Buch mit Poesie. Und eine ist eben diese, mit dem Titel Chatu, was auf altes sizilianisches Dialekt aus Syrakus bedeutet Atmen. Chatu per cambare ma bisogno, chatu per parlare ma fuori, chatu per cantare va così, chatanno di lavamba gama giuma, chatu ca chatanni ti si chana, chatu ca chatanni ti si chana.
Nulla voglio, no, la donna riccia non la voglio, no. Sopprimo lette bassa, bollette lassa, non c'è capisci niente con buma tassa. Capriga cica spriglia, c'è con pazzisce, per rosita parizza tutta dormisce. No, 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 riccia, no. Poi chi da ogni riccio ti caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Da ogni riccio ti cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no, la donna riccia non la voglio, no. Non la voglio, non la voglio, no, non la voglio, non la voglio, no.